okay. Das hat aber jetzt echt gedauert. Das lief aber in WW2 besser. Falls ihr das WW2-Video übrigens noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne nochmal reingucken. Oh Mann, das wäre fast ein Collateral gewesen. Jo Leute, was geht? Mein Name ist Niula und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir das meiner Meinung nach beste Call of Duty, das es jemals gegeben hat in der Call of Duty Geschichte. Da werden sich jetzt wahrscheinlich die Meinungen streiten, aber Leute, ich sag's euch, Black Ops 3 war eins der besten CODs und es war meine Prime einfach in Call of Duty. Früher nach der Schule von mittags bis nachts Call of Duty, Black Ops, Cold War, sag ich schon, Cold War, alles klar, Black Ops 3 gespielt, Cold War auch nice, aber Black Ops 3 war für mich so das letzte COD, wo ich richtig into it war. Und deswegen spielen wir das heute nochmal, weil ich der Meinung bin, dass auch 2023 Call of Duty Black Ops 3 immer noch ein sehr, sehr geiles COD ist. Da ich aktuell auf dem PC unterwegs bin, kann ich leider nicht online spielen, weil das Spiel komplett voll mit Hackern ist und es gibt momentan keine Custom-Server. Es sind keine erreichbar, frag mich nicht warum. Da kann man normalerweise immer chillig zocken, aber auf der Konsole ist das Spiel auf jeden Fall noch sehr, sehr nice spielbar. Ich habe jetzt hier einfach mal alles auf Maximum gedreht. Wir spielen frei für alle. Ich habe extra ein paar... Hä, jetzt spielen wir nur mit Klassensets 2? Okay, wir fangen mal mit der VMP an. Die VMP ist eine Waffe, jeder kennt sie, jeder liebt sie. Die VMP war einfach Meta in diesem Spiel. Und ja, ich habe einfach jetzt ein paar Klassen gemacht. Digga, er roastet mich hier gleich weg. Was geht denn jetzt ab? Und ja, wir zocken einfach mal. Und schauen einfach mal, wie das Ganze so läuft. Wir spielen genau wie im WW2-Videos einfach gegen relativ gute Bots. Ja, das kommt ungefähr den Call of Duty-Spielern gleich. Wobei, das stimmt nicht. Nein, ich wollte gar nicht seine Waffe aufheben. Warum habe ich denn jetzt seine Waffe aufgehoben? Yo, oh mein... Okay, das hat keiner gesehen. Cut! Was war das denn? Ja, ich spiele auf der Map Splash. Ich glaube, sie heißt Splash, ne? Das Ding ist, die Map ist eigentlich echt einfach nur durch. Ich habe die aber aus folgendem Grund ausgewählt. Erstens, weil die cool aussieht mit den Wasserrutschen und diesem Teampark hier. Und zweitens, weil diese Map nochmal super gut widerspiegelt, wie bunt Call of Duty Black Ops 3 war. Und das ist einfach was, was ich in den neueren Call of Duties übel vermisse. Dieses Bunte, das hatte schon was. Ich weiß, auch darüber gibt es wahrscheinlich verschiedene Meinungen. Und der eine findet das geil, der andere findet das kacke. Aber ich sag's euch, wie es ist, ich habe das gefeiert. Und ich habe halt auch einfach eine persönliche Bindung zu Black Ops 3, die ich zu keinem anderen Call of Duty habe. Weil, ja, das war einfach das Call of Duty, was mich in meiner Jugend begleitet hat am meisten. Ich habe so viel Geld in dieses Spiel gesteckt. Wir wollen lieber nicht drüber reden, wie viel, aber es war auf jeden Fall vierstellig. Und es war einfach geil damals. Immer schön in die Kisten rein und nie das gekriegt, was man wollte. Stehen geblieben, junger Mann. Das gibt's nicht. Yo, er kommt zurück. Oh, ich muss nachladen. Der ist irgendwann an mir vorbeigeschwommen. Komm, bleib stehen jetzt. Okay, ich will gleich mal die Waffe wechseln. Ich habe jetzt einfach eingestellt 5 Minuten pro Map. Und wir gucken dann einfach mal, wie viele Maps wir zocken. Ich denke mal so 3 Stück, damit wir ein bisschen Einblick in die Welt von Black Ops 3 kriegen. Und ich weiß nicht, wie ich die Sachen zünden kann. Ich habe eben in den Einstellungen versucht, die Steuerung ein bisschen anzupassen. Aber ich habe, eigentlich habe ich so, auf 3. Okay, auf 3 habe ich das Ganze gestellt. Alright, dann weiß ich ja Bescheid. So, die Drohne bringt natürlich gar nichts. Ich habe vergessen, Punkteserien einzustellen. Ist aber nicht so wichtig. Ey, ich spiele auf konstant und trotzdem renne ich hier rum und finde niemanden. Was ist das für eine Krankheit, die ich in diesen Spielen immer habe? Dass ich immer in die falsche Richtung renne. In jedem Call of Duty geht mir das so. Yo. Nicht gesehen, dass meine Munition leer. Oh, hier kommt man gar nicht durch. Das heißt, ich muss in die Mitte. Ey, das kann nicht wahr sein, dass ich... Dass ich einfach keine Gegner sehe, obwohl die Map auf konstant ist. Was ist los mit mir? Ich bleibe jetzt hier. Es muss noch mal einer in die Mitte kommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein jetzt. Da kommt einer. Klar. Okay. Junge. Bleib stehen. Oh mein Gott, das wäre so schön gewesen, hätte ich jetzt einfach gestorben. Okay, wir wechseln mal die Klasse. Ich gehe mal auf die KN. KN habe ich damals sehr, sehr gerne gespielt in einem Game. Mal gucken, ob ich das jetzt auch noch unterschreiben würde. So, jetzt versuche ich aber echt mal so zu spielen, dass wir auch Gegner sehen. Ey, ich habe auch überhaupt keinen Ende. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil sich das anfühlt, dieses Spiel wieder zu spielen. Vor allem in so einer guten Qualität. Auf dem PC sieht es halt echt ultra krass aus. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Oh, die Special-Effekte, die habe ich auch. Ich weiß gerade nicht.
Was habe ich hier? Habe ich eine Semtex? Ich muss mich auch erstmal wieder damit... Oh, okay. Hier wirft man die noch nicht so weit wie in den neuen Call of Duties. Ja, okay. Das merkt man tatsächlich direkt, den Unterschied. In den neuen Call of Duties wirfst du die gefühlt über die ganze Map. Oh ja, und das Rutschen. Ach, das ist so schön. Hochspringen. Sliden. Das war einfach nur schön. Wieder den gekriegt. Ich lauf mal hier lang. Altmetall. Oh Mann, Altmetall, aber wirklich. Ich weiß noch, ich habe den Roboter gehasst. Okay, da dachte ich, Pre-Fire mal ein bisschen. Hat nicht so gut funktioniert. Spectre pulverisiert. So. Yo, wie hat er mir einen mitgegeben, Alter? Ich fass es nicht. Ist einfach wieder der gleiche. Und dann einfach wieder da. Bitte? Stehen bleiben jetzt! Oh mein Gott, ich hab so... Es ist so peinlich. Das ist ja so unangenehm. Komm! Boah, Junge! Doch mal stehen! Das ist halt das einzig Schade an den Bots, dass die so ein bisschen dumm einfach immer wegrennen und nicht sich auf einen Gunfight einlassen, so wie es bei echten Spielern wäre. So. Das können wir auch noch. Zack! Sehen wir die Map auch nochmal von oben. Und das war's. 22 Kills. Mager. Das war wirklich mager. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Aber wir gucken uns hier noch die Killcam an, bevor wir uns in der nächsten Runde wieder sehen. Oder vielleicht auch nicht. Bis gleich. So, Leute, da sind wir in der nächsten Runde und zwar auf der Map Gauntlet. Und das ist wirklich so eine richtig typische Black Ops 3 Map. War zwar eine DLC-Map, war aber mit einer der coolsten Maps im Spiel, fand ich. Einfach, weil es dieses Ding hatte, dass es so drei different Areas gab. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viele von euch Call of Duty Black Ops 3 auch so krass gespielt haben wie ich. Viele, die in meinem Alter sind, wahrscheinlich, weil ich war, wann kam es? 15, glaube ich. Ich war so 15, als das Spiel rauskam. Abschuss. Hä? Ich habe einen Double Kill gemacht? Okay. Weird. Junge, hat mich auch gekriegt. Und das war einfach, wie gesagt, meine Prime. Da habe ich nach der Schule immer Call of Duty gezockt mit meinen Freunden den ganzen Tag. Ich will hier einfach gegen die Bots. Ja, Mann, das hier war dieser Street Part. Aber oh, die Map war so cool. Ja, jetzt stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, was das hier für eine Waffe ist. Das ist eine der DLC-Waffen, die hatte ich früher tatsächlich nie. Ich wollte die einfach mal ausprobieren. Ich habe einfach auf die Schnelle ein paar Klassen gemacht. Alle relativ ähnlich. So pre-fired man nämlich. So, und jetzt haben wir auch den Zeitsprung aktiv. Und ich wüsste gerne, was ich drücken muss, um den zu aktivieren. Hä, wer von euch ist der Echte? Keiner? Der ist oben drauf geklettert. Oh mein Gott. Wie kann ich das starten? Wenn ich jetzt... Da unten stand es, glaube ich, gerade. Da muss ich gleich nochmal drauf achten. Das wollte ich euch nämlich zeigen. Ein Zeitsprung war eine ziemlich coole Sache, fand ich persönlich. Ein Abschuss. Weg mit dir. Hier ist der Snowy Part und ich liebe ja Schneemaps in Call of Duty. Habe ich, glaube ich, im WW2-Video auch schon erzählt. Das ist einfach mein Ding. Er rennt einfach wieder zurück. Ist nicht sein Ernst. Hä? Wo ist der? Ich will den jetzt kriegen. Da ist er. Nein, jetzt ist meine Munition leer. Okay, dann wechseln wir mal auf die nächste Waffe. Das ist eine Waffe aus Black Ops 2. Wer Black Ops 2 früher gespielt hat, der erkennt die Waffe sofort. Einfach wenn man dieses Zielvisier sieht. Es ist ja kein Zielvisier, es ist ja die Standardausführung, aber ihr wisst, was ich meine. Dann wisst ihr einfach, wo ihr herkommt. So, und die Waffe ist auch ultra stark hier, finde ich. Ich habe die vorhin schon mal in einer Testaufnahme kurz gespielt, wo ich ein bisschen die Steuerung getestet habe. Wirklich eine sehr starke Waffe. Ich lade mal lieber nach. Oh, nee. So nämlich. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wer will Stress, ha? Komm her. Hol dich raus. Blutrünstig. Okay, komm, wir versuchen mal jetzt so viele Kills zu machen, wie es geht. Ohne zu sterben. Oh Gott. Was ist gerade passiert, bitte? Oh mein Gott, das kann nicht sein. So, Maus. Ah, okay. So mache ich den Zeitsprung. Ja, den habe ich jetzt natürlich verschwendet, aber ich weiß jetzt, wie es geht. Dann kann ich es gleich in der nächsten Runde nochmal machen.
Ich behalte dann einfach mal den Charakter hier. Also Gauntlet, wie gesagt, eine Map, die sich jetzt nicht unbedingt 100% geil gespielt hat, aber eine optisch coole Map war, fand ich. Jedenfalls. So, in der nächsten Runde. Können wir auch eigentlich jetzt schon machen. Gehen wir mal ein bisschen auf Sniper. Denn ich habe auf jeden Fall Bock, euch nochmal die Lotus zu zeigen. Eine meiner absoluten Lieblings-Sniper in Call of Duty. Seit es Call of Duty gibt, ist die Lotus. Sag mal, die rennen aber auch alle vor mir weg, oder? Der muss doch jetzt hier sein. Die rennen halt einfach wirklich alle vor mir weg. Auf jeden Fall, dass er dadurch rennt. Okay, hier geht's jetzt ab. So, die Kriegsmaschine haben wir easy ausgeschaltet. Aber Kriegsmaschine hat man auch immer gespielt, ne? Mist, ich habe überhaupt keine... Na, jetzt wird ja auch noch geflasht. Ich liebe es ja. Flashen ist das Schlimmste einfach. Hier wird man aber auch ganz schön lange geflasht. So, da ist einer gerannt, den ich nicht auf der Karte sehe. Ich glaube, es geht los hier. Jetzt müsste ein Gönner kommen. Ich wollte gerade sagen. Stetige den Abschuss. Okay. Jetzt dreh ja nicht wieder um. So, wir haben wieder einen Blutrünstig. Ah, die Runde ist in 40 Sekunden eh vorbei. So, stehen bleiben jetzt. Okay, nice, als ob ich den noch gekriegt habe. So, komm. Die fliegen hier halt echt nicht weit, ne? Ja, der ist nicht echt. Der ist aber echt. Digga, wie die immer boxen. Ey, wirklich, die Bots spielen halt echt wie die echten Spieler. So, ein Kill geht noch, komm. Hellstorm in Bereitschaft. 360 und... Yo, der letzte Kill in der letzten Sekunde, wild. 23, ja, ja, besser als eben in der Runde. Ah, jetzt zeige ich euch nochmal kurz das Ende des Spiels hier. Yo, habt ihr das gesehen? Wie ein echter Pro-Player. Ja, gut. Überall daneben geschossen. Aber darüber blicken wir einfach mal hinweg. Ich wollte euch jetzt hier nochmal kurz das Ende zeigen. Das gab es nämlich damals auch, dass man die drei Besten dann nochmal gesehen hat. Und dann konnte man coole Sprüche freischalten und coole Tänzchen machen, indem man irgendwelche Tasten drückt. Allerdings weiß ich nicht mehr welche. Hier, ich drücke mal einfach irgendwas. Ah, ne. Leute, ich habe was in Easy geschrieben. Ja, das ist einfach die Connection. Das ist einfach die Connection zu Call of Duty. So, Leute, eine Runde machen wir noch. Und zwar auf welcher Map, wenn nicht auf Combine? Combine war, glaube ich, die Map in Call of Duty Black Ops 3, die man am meisten gehasst und geliebt hat. Man hat eigentlich immer auf dieser Map gespielt. Es gab auch noch Nuketown, aber Nuketown können wir uns gerne auch nochmal in einer anderen Folge angucken. Wenn ihr euch noch für dieses Spiel hier interessiert, kann ich gerne nochmal einen zweiten Part dazu machen. Schreibt es gerne rein. Aber ich fand jetzt wichtig, euch nochmal Combine zu zeigen, weil das ist eigentlich die typische Black Ops 3 Map, meiner Meinung nach. Oh je. Na also, was ist denn hier los? So, dann der Hardscope. Nein, ich versuche natürlich jetzt ein paar Quickscopes zu machen. Da hätte ich schon Bock drauf. Hat nämlich mit der Lotus immer Spaß gemacht. Aber man merkt schon, dass der Auto-Aim von der Konsole hier fehlt. Hier muss man schon noch ein bisschen selber was drauf haben. Oh Gott, ist vielleicht nicht die beste Idee mit der Sniper. Entschuldigung. Ist halt auch eine sehr kleine Karte. Sag mal. Das gibt's nicht. Okay. Das hat aber jetzt echt gedauert. Das lief aber in WW2 besser. Falls ihr das WW2-Video übrigens noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne nochmal reingucken. Oh Mann, das wäre fast ein Collateral gewesen. Ich habe vorhin eine Testrunde gemacht und da habe ich einfach ein Collateral rausgehauen und dachte mir danach so, klar, jetzt lief natürlich die Aufnahme nicht. Boah, Jungs. Das gibt's nicht. So, komm. Er hat auch einen Sniper. Oder hat er eine Shotgun? Von wo kam denn der Schuss jetzt? Der kam von hier hinten. Ein Hitmarker! Attentäter ausgeschaltet. So nämlich. Oh Gott, der kommt rein. Yo, sorry. Okay, ich gehe mal auf meine absolute Lieblingswaffe im Spiel. Obwohl ich sie anfangs nicht mochte, musste ich irgendwann erkennen, dass die M8 A7... Alter! Digga, das kannst du keinem erzählen. Dass die M8A7 einfach eine der besten Waffen im Spiel ist.
Obwohl es ein halbautomatisch ist und ich eigentlich so voll der vollautomatische Typ bin. Prototyp zerstört. Okay. Was auch immer das über mich aussagen mag. Dass ich der Vollautomatik-Typ bin. Okay, das war wohl C4. Ey, komm. So, jetzt gehen seine Schubdüsen nicht. Dafür war die MP, ich erinnere mich. Okay. So, jetzt könnte ich theoretisch gleich mal diesen Zeitsprung ausprobieren. Mach ich jetzt auch einfach mal so. Habt ihr gesehen, was der kann? Der war jetzt natürlich nicht sinnvoll eingesetzt, aber er teleportiert euch halt ein paar Sekunden zurück. So, der macht sich unsichtbar, der Bruder. Der ist ein anderer. Digga, das gibt's nicht. Ja, so viel zum Thema, das ist die beste Waffe. Geh nochmal auf die HG40. Die habe ich damals immer gespielt, weil das war eine der wenigen DLC-Waffen, die ich bekommen habe. Und ich mochte die auch sehr gerne eigentlich. Die ist halt sehr ruhig. Die liegt sehr ruhig in der Hand, aua. Und das merkt man, die ist so richtig smooth. Die hat kaum Knockback. Das merkt man vor allem hier bei der PC. Digga, ist einfach stehen geblieben. Jetzt würde ich gerne den Zeitsprung benutzen und der Zeitsprung hat mich getötet. Nice. Das ist auf jeden Fall cool. Kommando, Drohne einsetzen. Hau mal die Drohne raus hier. Oh Gott. Warum dreifach Abschuss? Schade. Diese Map, wenn ich das hier spiele, ey, das versetzt mich so in der Zeit zurück. Das ist so weird. Sag mal, was ist denn los mit mir? Aber ich muss sagen, sogar ähnlich wie in WW2 ist das Waffenhandling. Ich muss sagen, beim Waffenhandling hat sich so, so viel getan inzwischen bei den Call of Duty-Teilen. Die Waffen fühlen sich so gut an heutzutage in Call of Duty. Und das merkt man erstmal, wenn man die alten Call of Duty spielt, dass das da nicht unbedingt so war. In WW2 extrem. Aber hier habe ich auch bei manchen Waffen das Gefühl, das ist nicht so das Optimum. So, jetzt bleibt doch mal stehen, Junge. Die rennen jetzt alle weg von mir. Ruin erledigt. Jetzt soll ich nochmal die Sniper auspacken. Das hat am meisten Spaß gemacht. Ein Abschuss. Oh, Ripper ausgeschaltet. Drohne steht bereit. Da falle ich einfach rückwärts aus der Map. Okay, komm, wir gehen nochmal kurz auf die Sniper. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Wahrscheinlich werde ich damit keinen Abschuss mehr machen. Aber ja, das ist auf jeden Fall wild, das einfach mal wieder zu zocken. Und ich hätte so Bock, das mal wieder mit anderen Leuten zu spielen. So von früher einfach. Das war einfach die Prime. Ich sag's euch, ich hab's jetzt schon so oft gesagt. Ja, das war einfach die beste Zeit. Der Typ hat mich einfach der hat mich durch die Wand. Ja, guckt euch das an! Digga, die Bots spielen hier mit den Hacks. Ich fass nicht. Ey, aber wieder ein Kill mehr als eben. Nice, aber war auch eine kleinere Map. Gut, Leute. Das soll es gewesen sein zu diesem kleinen Video hier zu Call of Duty Black Ops 3, meinem absoluten Lieblings-COD. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Call of Duty euer Lieblings-COD ist oder in welches Call of Duty wir nochmal gemeinsam reinschauen sollen, bevor am 10. November endlich Call of Duty Modern Warfare 3 kommt. Ja, gebt gerne einen Daumen nach oben, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, klickt jetzt hier unter mir, um zum WW2 Video zu kommen oder klickt oben links in die Ecke, um zum letzten Modern Warfare 3 Video zu kommen. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.